Ja, in Rocky Beach ist immer was los und dort starten wir auch heute unser Abenteuer im Auge des Sturms. Hörspiel-Rätsel. Findet Finley. Er ist in Gefahr. Kurz darauf verliert der Surfer, den Peter Shaw am Strand von Rocky Beach trifft, das Bewusstsein. Ja, er wird eingeliefert und natürlich versuchen die drei Fragezeichen diesen Finley zu finden. Ja, wir bewegen uns in dieser Episode mit einem wundervollen Cover im Surfermilieu, ja. Und es gibt ja in Los Angeles, im Raum Hollywood, wirklich Surferlegenden. Und es gibt auch sehr viele, die eben gerade in Los Angeles an diesem South Beach, ja, den gibt's nicht nur in Florida, eben aktiv surfen, ja. Und diese Region ist besser zum Surfen geeignet als vielleicht zu schwimmen. Ist ein bisschen wild und rau, das Meer. Und genau diese Rauheit und dieses Element der Natur, ja, schon wie beim Tornadojäger, ist in dieser Folge ein sehr wichtiger Punkt, ja. Nicht nur, dass dieser Finley gefunden werden muss, sondern es steht eine Surfmeisterschaft an. Und wer macht damit? Peter Shaw natürlich. Also in den vergangenen Jahrzehnten wurde ja immer mal wieder eine Folge gezeigt, vorgeführt, wo eben Peter Shaw im Wasser ist. Was auch ganz interessant ist, vielleicht ist euch das noch gar nicht so aufgefallen, sind die Haiattacken bei den drei Fragezeichen. Ja, also im Riff der Haie tauchte kein Hai auf. Aber bei einigen Folgen, ja, wie zum Beispiel jetzt der heimliche Hehler fällt mir ein oder diese Planetariumsfolge mit dem versunkenen Schiff, da taucht immer mal wieder ein Hai auf und ja, das ist mir jetzt gerade so eingefallen. Hier taucht aber kein Hai auf, aber ein Sturm. Und nicht nur ein Sturm, sondern ein Megasturm, ja. Und schaffen es, diese Surfer ihre Surfmeisterschaft abzuhalten. Der Wind wird immer bedrohlicher, die Wellen immer höher, ja. Und Peter Shaw muss diese Roll hier surfen. Das ist was ganz Besonderes, sobald die Welle den höchsten Stand hat und bevor sie dann komplett bricht, surft eben dieser Typ durch diese Röhre, durch diese Roll. Und wenn man das schafft, dann kann man sich wirklich einen Surfmeister nennen. Dieses Hörspiel, obwohl es ein neues ist, ich muss mal schauen, die 197, ist es für mich eines, das ich immer wieder mal höre. Und Freunde, da gibt's nicht viele. Ja, also von den über 200er Folgen, um ehrlich zu sein, keine einzige. Ist leider so, ja. Aber das Auge des Sturms hat mir so gut gefallen und auch das Cover, dass ich mir auch die Schallplatte gekauft habe. Die schlummert noch original verpackt im Hörspielarchiv, aber ich denke mal, die hat auch dort ihre Berechtigung. Was die Sprecher betrifft, ja, wir haben natürlich keine All-Stars oder All-Stars auch, weil die ja alle gestorben sind, sind ja alle tot. Aber es sind doch einige dabei, die man mal erwähnen möchte. Also wir haben natürlich unsere drei, die muss ich nicht erwähnen. Und dann haben wir Herma Köhn und die war schon bei Dracula die Geschichte des berühmten Vampirs dabei. Die war eine der Vampirbräute. Dann haben wir, ich kenne überhaupt keinen, ist das nicht traurig? Doch Christiane Leuchtmann, die ist mir aber nur ein Begriff, weil ich weiß, dass sie die Frau ist von Hans-Peter Korff, Sigi Trombusch, ja.
Onkel Heini von Ulmbusch, aber ansonsten, ich kenne weder Tim Knauer noch Stefan Exner noch, hier ein Johannes Korf, also da kann ich nur annehmen, dass das der Sohn ist. Ansonsten Mars Seibert und Gunnar Bergmann, Dietrich Adam, sagt euch das was? Ja, schade, also nicht sehr viele bekannte Stimmen, auch jetzt nicht unbedingt sehr viel interessante Stimmen für mich, aber das ist völlig egal. Diese Atmosphäre des Sturms dominiert bei mir und ich bin ein Freund der Gezeiten, also Hörspiele, in denen es stürmt, in denen es schneit, in denen die Sonne so richtig runterbrennt und die Menschen schauen müssen, wie komme ich aus dieser Situation raus. Die lieb ich, ja. Und ihr könnt gerne mal in die Playliste schauen. Da gibt's schon einige Hörspiele und natürlich auch einige Rezis zu außergewöhnlichen Hörspielen. Also aus den vorproduzierten Videos kann ich euch jetzt für die nächste Woche noch den Tornadojäger anbieten oder drei Fragezeichen und der grüne Geist. Mehr gibt's im Moment in unseren vorproduzierten Videos nicht. Wir sind, wie gesagt, im Aufbruch, ja. Und da hat man dann wirklich mehr zu tun, als Videos aufzunehmen. Das geht dann leider nicht und da bitte ich auch um Verständnis. Aber das habe ich auf alle Fälle bei euch. Im Auge des Sturms, ich kann zu dieser Folge nicht mehr erzählen. Man kann sie sich wirklich getrost kaufen, wenn man ein Freund der Gezeiten ist. Sie ist natürlich auch lang. Also ich muss nicht mehr davon reden, dass ich lange Hörspiele nicht mag. Die kommt auch auf so gut 70 Minuten. Aber ich finde, sie ist kurzweilig angelegt, hat keine großen Längen, dass man sich jetzt auch langweilt oder einen Track vorgeht. Wer macht das von euch? Wer drückt manchmal einfach eins weiter? Ja. Bei den neueren Fragezeichen habe ich das schon öfter gemacht und ich habe komischerweise trotzdem nichts verpasst. Also das ist so wie bei manchen Serien heutzutage, wenn der zweite, dritte Teil der Serie schon langweilig ist, dann gehe ich gleich zum letzten Teil der Serie. Zusammenfassungen sind ja davor immer und dann habe ich trotzdem alles kapiert. Also so ist es bei vielen neuen Fragezeichen. Die ist ein bisschen anders. Wer sie noch nicht hat, hör mal zu, gibt auf jeden Fall eine volle Kaufempfehlung. Von den neueren Fragezeichen ist sie mir die liebste. Das war's heute bei unserer gemeinsamen Rezi. Wenn euch noch was dazu einfällt, ihr einen dieser Sprecher kennt, könnt ihr gerne mal kommentieren. Ansonsten haltet euch auf dem Laufenden. Marc und Dani sind wieder unterwegs nach Deutschland. Ja, was für ein Abenteuer. Ja, ich werde die Sonne schrecklich vermissen und das Meer. Aber in Deutschland gibt es ja auch schöne Sachen wie Bratwürste, Glühwein, Flohmärkte. Es gibt einen Saturn, einen Mediamarkt, wo man auch mal ein Hörspiel kaufen kann und muss das nicht immer bestellen. Diese Bestellerei im Internet, die geht mir auch ein bisschen auf die Schnitz. Ja, das war's. Bis nächsten Sonntag in alter Retrofrische und bleibt euch immer treu.